Bestimmt kennst auch du diese Aufbruchsstimmung, wenn ein neues Jahr beginnt, dieser Kitzel des Neubeginns, dieses ach, alles frisch und neu machen. Es gibt wieder ganz viele Möglichkeiten. Es ist irgendwie so ein Aufschwung da. Und dieses Gefühl, das kann man sich auch im Kleinen holen, denn tatsächlich ist ja jede Woche ein Neustart. Jede Woche kannst du einen Neubeginn hinlegen, wieder frisch und erholt und geordnet und strukturiert in eine neue Woche starten und dein Leben neu in den Griff kriegen. Und genau das ist auch Sinn und Zweck einer Reset-Routine. Also, dass du erholt und organisiert und strukturiert und mit neuem Elan in die neue Woche starten kannst. Kurzum, wir wollen ein paar Dinge regeln, um dann frisch, fröhlich und frei in die neue Woche zu starten. Und welche Dinge du da regeln kannst, das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Du findest auf YouTube zig dieser Reset-Routinen, einfach mal eingeben. Ziemlich häufig von kinderlosen mit 20er-Frauen, würde ich sagen, die dann typischerweise diesen Reset am Sonntag durchführen und da gefühlt 4 bis 8 Stunden investieren in ein Ausschlafen, ausgewogenes Frühstück, Yoga-Routine. Und danach werden 3 Stunden lang Ziele geplant und To-Dos rumgeschoben. Ich persönlich habe 2 Kinder und kann weder ausschlafen noch in Ruhe Yoga machen. Und selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht 2 Stunden lang irgendwelche Ziele hin und her schieben. Deswegen muss ich das Ganze für mich anders organisieren. Und das ist auch mein Tipp an dich. Ich mache dir im Folgenden Vorschläge, welche Punkte in deine Reset-Routine eingehen könnten. Und ich sage dir auch, wie ich es für mich organisiere. Und du pickst dir bitte das raus, was du brauchst, was dir hilft, dich eben strukturiert und wieder mit frischem Elan irgendwie in die neue Woche zu stürzen und natürlich auch, was sich mit deinem Alltag vereinbaren lässt. Los geht's! Ich habe das Ganze in verschiedene Bereiche unterteilt und wir starten mit dem Bereich Arbeit. Hier sind also ein paar Punkte, die in deine Reset-Routine einfließen könnten. Leere dein E-Mail-Postfach und leere auch deinen Desktop, also Schreibtisch und auch deinen Downloads-Ordner. Das sind immer so Bereiche, die typischerweise bei uns total vollmüllen und die das Ganze immer unübersichtlicher und immer stressiger machen. Und wenn man sich da Montagmorgen ransetzt und dann hat man erstmal irgendwie 50 Nachrichten oder 150 im E-Mail-Postfach und der ganze Schreibtisch ist zugemüllt und du findest nicht mehr diesen einen Screenshot, den du doch jetzt für irgendein Projekt brauchst, das ist alles ziemlich nervig. Also das sind gute Punkte, die man zum Beispiel am Ende der Woche oder in so einer Sonntagsroutine regeln könnte, um dann wirklich strukturierter in die neue Woche zu starten. Punkt Nummer 3, mach einen Braindump, was so viel bedeutet wie schreib dir nochmal alles aus dem Kopf, was da gerade rumschwirrt, was zu tun ist, also was für die neue Woche ansteht oder generell. Ne, dass man alles wieder, alle Punkte aus dem Kopf kommen von ich muss die Pflanzen gießen und ich muss das Geburtstagsgeschenk besorgen und ich muss unbedingt diesen Bericht abgeben und diese Anmeldung da wahrnehmen. Alles aufschreiben und dann kannst du direkt zum nächsten Schritt übergehen, nämlich deine Prioritäten verteilen. Also einfach schauen, ne, was ist jetzt das Wichtigste, was regle ich diese Woche, was regle ich, du kannst es natürlich auch schon direkt auf die Tage verteilen. Das bleibt dir überlassen, wie viel Planung du da machen möchtest. Ich weiß, manche, ja, also man kann wirklich Stunden damit verbringen. Ich persönlich würde es einfach kurz und knackig halten und eben erstmal meine To-Dos alle aus dem Kopf aufschreiben, dann die Prioritäten verteilen. Da kann man auch noch mal gut gucken, was sind eigentlich aktuell meine Ziele und arbeite ich wirklich noch an den Zielen? Also die Prioritäten sollten ja auch das sein, was dich deinen Zielen näher bringt. Und im nächsten Schritt dann auch direkt zu schauen, welche Termine stehen denn an? Welche Arbeiten sind zu erledigen in der nächsten Woche? Und dann kann man das in sein Projekttool oder Kalender der Wahl übertragen. Also ich arbeite zum Beispiel mit Google Keep sehr gerne. Ich würde mir dann meine Termine aus dem Kalender in Google Keep schon mal übertragen und dort auch meine Prioritäten auflisten. Und dann Punkt Nummer 6, ganz wichtiger Punkt, etwas, was ich mir jetzt unbedingt aneignen will, die Post zu regeln. Also alle rumfliegenden Briefe, ungeöffnete Briefe auf jeden Fall zu öffnen, alles abzuarbeiten, aber auch diese Sachen, ne, man öffnet die Briefe und dann lässt man es irgendwo rumliegen und Teil davon muss man noch bearbeiten, irgendwas an die Versicherung schicken, ein anderer Teil muss eigentlich nur abgeheftet werden, das alles regeln, damit da eben nichts mehr liegt. Und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Schritt, ich glaube, wir sind bei Nummer 7, den Schreibtisch noch aufzuräumen. Stell dir vor, wenn du das alles machen würdest, wie schön könnte man in die neue Woche starten, es wäre am Montagmorgen alles aufgeräumt. Du hättest schon ganz klar dein Line-Out für die Woche. Was ist zu erledigen? Welche Termine stehen an? Wo liegen meine Prioritäten? Und du kannst direkt in einem freien Desktop-Hintergrund und freiem leeren E-Mail-Postfach starten und sozusagen alles wieder neu vollmüllen, um es dann die nächste Woche wieder sauber zu machen. So, wie und wann kannst du das machen?
Immer wann du willst im Grunde. Wenn man YouTube glauben möchte, dann machen das die meisten Menschen wohl sonntags und setzen sich dahin und planen halt ihre Woche. Ich persönlich hatte keine Lust, sonntags meine E-Mails zu beantworten und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich das ab jetzt Freitag mache, in der letzten Arbeitsstunde des Tages. Da stelle ich mir einen Wecker und wenn der klingelt, dann weiß ich, okay, ab jetzt E-Mails abarbeiten, Downloads-Ordner entleeren, Post wegheften, Schreibtisch aufräumen und das alles regeln, weil ich glaube, dann kann ich richtig mit gutem Gewissen und total, ja, irgendwie so frei im Kopf ins Wochenende starten, weil ich weiß, ich habe mich um alles gekümmert und kann dann eben natürlich Montagmorgen auch, ja, mich super direkt fokussiert an die Arbeit setzen. Kommen wir zum Bereich Haushalt. Dinge, die hier in deine wöchentliche Reset-Routine reinfallen könnten, ist natürlich Aufräumen. Ganz klar, das Chaos beseitigen der Woche, um wieder in einem ordentlichen, schönen, geordneten Zuhause zu starten. Führt uns direkt zum nächsten Punkt, Wohnungsputz. Könnte man natürlich auch machen. Auch Wäsche waschen bietet sich sicherlich für einige an. Ich denke da jetzt im Besonderen an kinderlose Haushalte, die vielleicht eh nur einmal die Woche waschen müssen. Warum nicht am Samstag oder Sonntag machen? Und dann hat man alle Lieblingsteile für die neue Woche wieder bereit. Ausmisten ist ein wunderbarer Punkt, den man in so eine Reset-Routine auch einbauen kann, um auch über die Zeit, also langfristig, für mehr Ordnung im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung zu sorgen. Dann habe ich mir noch notiert, den Kühlschrank zu sortieren, auszumisten, also durchzugehen, was habe ich da noch, was muss aufgebraucht werden, was ist vielleicht vergammelt, verkommen, das dann zu entsorgen und davon ausgehend gleich die Einkaufsliste zu schreiben für den Wocheneinkauf für die nächste Woche, vielleicht auch gleich einen Mealplan zu erstellen, dass man sich also überlegt, welche Gerichte möchte ich in der nächsten Woche kochen. Natürlich könnte man auch ein Meal Prep oder Food Prep machen. Auch davon gibt es ja zuhauf Videos bei YouTube, dass man also schon mal Gerichte vorkocht für die Woche, vielleicht auch einfach nur das Frühstück für die Woche vorbereitet oder so. Und man kann natürlich auch, wenn man es jetzt vielleicht Samstag macht statt Sonntags, gleich auch den Wocheneinkauf erledigen. Ja, wie ist das bei mir? Ich habe es schon angedeutet, also die Waschmaschine läuft bei Menschen mit Kindern sowieso fast jeden Tag. Die soll bei uns sonntags mal nicht laufen. Das ist also nichts, was ich mache. Auch aufräumen oder ausmisten würde, vor allem aufräumen, putzen würde nicht so viel bei uns bringen. Wenn die Kinder zu Hause sind, dann ist das einfach ganz schnell auch diese Ordnung wieder weg. Und zumal ja ich sowieso nicht sonntags jetzt die Zeit habe für diese Aktivitäten, sondern sonntags ist halt dann eher unsere Familienzeit, wo wir Zeit mit den Kindern verbringen, Ausflüge machen etc. Also deswegen funktioniert für mich nicht so eine Sonntags-Reset-Routine, wo ich dann mehrere Stunden am Stück nutze, um das alles abzuarbeiten. Was ich aber zum Beispiel sonntags mache, ist den Kühlschrank zu sortieren, die Einkaufsliste zu schreiben, ein paar Meal Plan zu erstellen, also mir zu überlegen, welche Gerichte soll es geben in der kommenden Woche. Und ich gieße die Pflanzen. Wenn du die Zeit und Möglichkeit hast, neben dem Haushalt und der Arbeit auch noch an dich zu denken, an deine Selbstfürsorge, an das, was du brauchst, um wirklich mental erholt und fit in die neue Woche starten zu können, dann benötigst du jetzt noch die Punkte aus dem letzten Bereich Selbstfürsorge. Da kannst du natürlich wunderbar sowas machen wie, also erstens würde ich eine Bewegung integrieren, jedweder Art, ob das jetzt Yoga ist oder ein total anstrengendes Workout, ob du da ins Fitnessstudio gehen willst oder vielleicht einfach die Zeit nutzt für einen langen Spaziergang, ist komplett dir überlassen. Auch Meditation bietet sich wunderbar an, vielleicht auch mal eine längere Meditationseinheit als unter der Woche. Und dann natürlich alles aus dem Bereich Körperpflege. Also vielleicht kann das auch der Sonntag zum Beispiel dein Tag sein, wo du mal Zeit hast, ein Bad zu nehmen oder irgendwelche Masken und Kuren zu benutzen oder mal die Rasur richtig sauber und ordentlich durchzuführen, Nägel zu schneiden, alles, was so unter der Woche auch oft auf der Strecke bleibt, weil man nicht die Zeit dafür hat, das sozusagen als Selbstfürsorge auch zu praktizieren. Und alles, was, ja, ich sag mal ganz grob unter dieses Me-Time fällt, also deine Hobbys. Also zum Beispiel einfach 2 Stunden zurückziehen mit einem Tee und einem guten Buch oder Gitarre spielen. Also alles, was eben du brauchst, was dir neue Energie schenkt. Ja, ich habe schon gesagt, sonntags ist bei uns eher der Familientag. Also da habe ich nicht die Zeit für lange, ja, da habe ich einfach keine Zeit für Me-Time oder für irgendwelche Körperpflegerituale. Das mache ich aber zum Beispiel am Samstag, denn Samstag darf ich ausschlafen und dann nutze ich den Morgen sehr oft, um erstmal irgendeine Bewegung für mich zu machen, eine Yoga oder einfach eine Stretching-Routine und danach unter die Dusche zu gehen und da mal einfach ein bisschen, genau, gründlicher zu sein, mehr zu machen, mal eine Maske oder eine Kur zu benutzen. Genau, das mache ich also sozusagen am Samstag. Warum erzähle ich dir das alles überhaupt von mir? Hauptsächlich, um dich zu ermutigen, dir deine eigene Routine zusammenzustellen, um dir zu zeigen, du musst dich nicht akribisch an bestimmte Idealvorstellungen halten. Diese Idealvorstellung einer sonntäglichen Reset-Routine, wo du irgendwie in 3-4 Stunden am Stück
Yoga unterbringst, genauso wie deine Zielplanung, genauso wie zigtausend andere Dinge. Das funktioniert für viele Menschen einfach nicht, weil sie da nicht diese Zeit haben, nicht diese Zeit für sich oder sie sich da nicht nehmen wollen. Also, schau einfach, was du brauchst, weil da vielleicht ein Mangel entstanden ist in der Woche, also Haushaltschaos und Dokumentenchaos, und was auch dir helfen würde, diese neue Kraft und diese Energie und diesen Neubeginnskitzel wieder zu fühlen. Und dann bau dir das so ein, wie das eben für dich funktionieren kann. Vielleicht auch in einem Freitagnachmittag mache ich das, Samstagvormittag mache ich das, Sonntag mache ich vielleicht noch das. Oder wie auch immer deine Variante aussieht. Schreib sie mir gerne in die Kommentare, wenn du sie gefunden hast. Interessiert mich nämlich, wie du das so für dich umsetzt. Und sag mir natürlich auch, wenn ich irgendwelche wichtigen Punkte vergessen habe, die in so eine Reset-Routine eigentlich auch noch mit reingehören. Wenn dich dieses Video inspiriert hat, dann schau dir auch hier gerne nochmal meine Ideen für einen Selbstfürsorgetag an. Dieses Video habe ich nämlich erstellt, als ich noch kinderlos war und dachte, Zeit wäre ein unbegrenzt zur Verfügung stehendes Mittel. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder.